So, guten Morgen, willkommen zurück zu Venetica. Wir machen einfach mal weiter und hoffen, dass es auch besser läuft. Nein, gut. Weiterspielen, Spieladen. Wir machen Spieladen ganz klassisch. 2240 Minuten Spielstunden und 3,7 Gold habe ich. So, und bei mir ist die Musik immer noch zu laut. Ich habe es ein bisschen leiser gemacht, weil ich glaube, die war insgesamt so ein bisschen zu laut. Und gucken, ob es besser läuft. Momentan läuft es auch gut. So, wo waren wir denn? Hoffentlich, nein, hier wird die Karte ja nicht dunkel, im Gegensatz zu anderen Spielen. So, will ich jetzt da lang. Hatte ich hier eigentlich Musik oder habe ich die jetzt nochmal gedreht? Ach, richtig. Ach, richtig. Ich erinnere mich da an was. Was ist jetzt los? Das Spiel steht erstmal sehr gut. Da. Vögel für dich. Ja, natürlich. Ich greife den einen an, der andere kommt. Weil, warum nicht? Wieder irgendwie. Oh, die halten überhaupt nicht viel aus. Nein. Boah. Die Vögel sind effektiver als mein scheiß Schwert. Da benutzt ja schon diese übermächtige Combo-Attacke, die angeblich übermächtig ist. Total mächtig. Nicht zu vergessen, dass sie mächtig ist. Weil sie so mächtig ist. So, das ist halt nicht, wenn ich direkt vor dem Vieh, dass mich irgendwie mal instant tötet oder annähernd instant tötet. Da ist noch ein paar Vögel. So, wir spinnen. Ich hab jetzt geflogen. Vögel fliegen tief. Ihr wisst, was das bedeutet. Morgen geht's Regen. Hat ja heute schon geregnet. Ja, zumindest bei uns hier. Ja, vor allem geben die nur irgendwie 30 Erfahrungspunkte, obwohl die so extrem vernichtend sind. Aber hey. So, vielleicht bleibt er ja einfach stehen, während ich ihn mit Vögeln töte. Ja, das macht den Kampf natürlich sehr anspruchsvoll. Braucht er da? Ach nein, das ist meine Magie. Ich zünde ihn praktisch an. Das ist praktisch ein Leuchtfeuer, damit meine Vögel wissen, wo sie hinfliegen. Du hast auch einen Vogel. Ja, aber was für ein Ding. Wie langsam die Vögel aus, glaube ich. So, jetzt müsste so langsam mal das Ding aufbeben, oder? Jetzt aber. Moment. Ich glaube, die Musik ist ein bisschen zu leise. So ein Ticken. Moment. Audio muss. Das Thema hätte sich gerade erledigt. Passt schon. So. Auch für dich habe ich noch zwei, drei Vögelchen. Aber leider keine mentale Energie. So. Aber ich bin jetzt ja eh, ne? Dann höre ich leider auf. Dieses Vermorsen irgendwie lustig. Auch wenn es leicht überzogen ist. Vor allem, weil es Vieh kaum Schaden macht. Weil ich den Vieh kaum Schaden mache. Angeblich ja so mächtig wirkender Angriff. Oder auch eine größere Mundklinge. Gibt es so auch in 200er Form. Dann kann ich davon auch zwei halten. Ach, speichern aktuell nicht möglich. Ich verstehe gar nicht warum. Ich darf ja nicht gut werden, wenn du nicht Frack läufst. Das ist doch keine Herausforderung für mich. Bei dem Schaden, den ich dem mache, das ist eigentlich mein. 14 Schläge und er ist fast schon tot. Hält ja gar nichts aus. Außer viel zu viel, so. Hallo. Leuchtkörper ist Backläufe. Warum nehme ich die Sache jetzt auf einmal sofort auf? Fragen über Fragen. Keine Art eine Antwort. Das Spiel ist voll verbuggt. Das ist verbuggt, das hatten wir schon. Wo bin ich denn hier? Was für ein Loch bin ich denn jetzt schon reingekrochen? Süße, soll ich mal in dein Loch kriegen? Da war ich auch noch nicht lang, oder? Ist da noch was? Oh, steht schon wieder. Was denn das für ein Dreck? Da hast du ein paar Vögel. Ihr seid zu zweit, das ist leicht unfair.
Oh, der eine geht wieder nach Hause. Das sind sehr brave Leute. Lauf nach Hause, Forrest! Ja, sieht nicht ganz aus wie Forrest Gump, aber... Sie sind verbannt. Ich habe mit irgendwas mit Äpfel infiziert. Jedenfalls können wir auch mal wieder gucken. Der ist gut. Können wir mal kaufen. Nein. Das ist voll uncool hier. Kaufen, ich glaube, das ist blöd. Ach richtig, ich habe ja jetzt Seelenenergie gesammelt. Habe ich ganz vergessen. Ich hatte mich überhaupt getroffen, hätte mich gar nicht treffen dürfen. Ich bin wieder vor. Hallo? Stirbst du jetzt einfach mal? Hallo? Danke. Der hatte doch eben nur so ganz wenig so. Kleines Witzelchen an Energie. So, kommt jetzt wieder der andere, wenn ich den angreife? Ja, weil der hat keinen Bock. Ich bin ihm scheinbar nicht würdig genug, ihn. Ja, hast doch ein paar Vögel. Jetzt habe ich keine mehr. Ich muss mir mehr Vögel züchten. Wo nehme ich die Vögel überhaupt her? Ich ziehe aus dem dunklen Verliebskeller. Doch, finden. Okay, das ist. Fisch wieder in eine völlig falsche Richtung. Ach, überhaupt keine statistischen Witze in diesem Display. Komm her. Ich soll vielleicht nicht auf diese Schläge stehen. Ja, dann voll ein Knack im Mar. Ach komm schon! Ich finde das so eine Scheiße hier. War beim letzten Mal nicht so. Okay, doch war's. Aber darum geht's gerade. Na, das. Das wird schon noch besser. Oh nein. Töten wir erstmal was. Das wird alles besser. Egal was es ist. Auch wenn man leben will, macht einem Töten. Also, wenn ein anderer leben will, macht einem das Töten besser. Was auch immer. So, jetzt habe ich wieder keine mentale Energie. Ich bin ein mentales Wrack. Hey, hallo. Oh. So, ich dachte, dann schön dich kennenzulernen, die Metalle schütteln, dann geht es voll ab. Was soll denn das? Nicht nett von dir. Ich will einfach sterben. Ich bin wieder ein Kollegen vor dem. Also eben, gerade, anderen. Ich bin wieder Vögel. Oh, hab doch einen. Den Witz werde ich auch sehr oft. Nein, das ist eine Lüge. Joke is alive. Was zu behaupten hier dahin. Oh, ich hab eine neue Stufe. Achso, ich hab. Na, kleiner. Das ist doch mal ein Stachel. Okay, gehen weiter. Apropos Stachel, ich habe einen Erfahrungsauftritt. Auftritt, ja, ja. Ich trete auf, die Erfahrung. Meraden wären cool. Die Viecher sind gar nicht mal so schlecht, wie ich finde. Aber die sind lauter so Fähigkeiten. Ich hebe das mal auf. Wir wollen ja ein bisschen sparen, ne? Denn wenn du deine Erfahrungspunkte sparst, dann kannst du dir später nichts davon kaufen. Weil das Spiel zu Ende ist. Oh. Moment, was? Wollte ich nicht dahinter lang? Hä? Das war jetzt die totale Verlade. Was soll der Unsinn? Ich dachte, ich käme dann dahinter. Arsch mir das Spiel schon wieder, verstehst du? Nein, hier war ich noch nicht, okay. Da, hier war ich noch drin, bin ich. Ja. Oh, gar nicht mehr so schlecht. Das heißt hier nicht. Oh, schon wieder so ein Hammer-Tribi. Da, fress ein paar Vögel und so. Wetterst du war das mit dem. Ich würde alles vergessen. Mal gucken, wie ich das mit Inkludieren mache. Ich habe kaum noch Platz auf meine andere Festplatte zu inkludieren. Und ich kann auf YouTube immer noch nichts hochladen, weil YouTube immer noch sagt, nö. Ja, also Stilbesuch mitten im Kampf. Kriegt dann eine tolle Idee.
Ich meine, was will er mit seinem Hammer schon machen? Den Kopf zerschlagen? Total lächerlich. So, nehmen wir mal alles. Ohrringe, jawohl. Waffen, Ohrringe. Waffen sind viel besser als Geld. Die sind viel mehr Geld wert. Und ich habe nur so wenig. Ui. Okay, das ist für die Typen nicht so wirklich notwendig, aber das müssen wir trotzdem mal machen, ne? Nur mehr was für mehr Gegner, oder? Wenn man ein bisschen Entfernung haben will. Aber Entfernung. Wieder eh unbesiegbar. Also theoretisch Trockenobst. Naja, es ist nicht so meins. Ich esse eher lieber frisches Obst, ne? Oh, steht das schon wieder? Was ist denn das gelegentlich? Hallo? Moment, warte mal. Was? Was? Wie? Dieser Cheater! Schlägt mir durch die Tür durch. So, Doppelklick natürlich. Jetzt wieder die Waffe wechseln. Das war die Mundklinge. Ich muss ihn mal kratzen. Ziehen wir die gewöhnlichen Kleider wieder an. Da. Ich glaube, du hast einen Vogel. Wieso ein? Ich hab drei. Die sind wieder halb tot. Ich hab wieder alles verlernt. Toll. Alles, was ich nicht gelernt habe, habe ich wieder verlernt. Das ist wie im Studium. Alles, was ich nicht gewusst habe, habe ich auch schon vergessen. Bald sind Prüfungen, ne? Oh ja. Was soll's? Ich hab da noch manchmal voll. Und bestehen ist ja eh was. Ich meine, wenn man was weiß, kann ja jeder die Prüfung bestehen. Das ist ja voll langweilig. Was haben wir denn da noch in der Rüstung? Schraubenschlüssel. So, ist ja noch wer. Hier sind Spinnweben. Oh, Moment, was war das? Ich hab irgendwas gelesen. Benutze dich, du Stein. Also, das war irgendwas. Was hat dieser Stein gemacht? Da war doch eben. Stiftrolle. Das Kochrezept muss ich auch irgendwann mal alles lesen. Ja, hoffe, sie können Pfeife rauchen. Hier bin ich. Habe ich gleich gesehen. Ach, hier sind noch mehr Steine. Gab es da nicht eine Kombination irgendwo? Oder ist noch einer? Kombination falsch. Tagebuch, Tagebuch. Der untote Fürst. Nein. Brief an angemessene Schmiede. Die sind schon erledigt. Okay. Nee, das ist jetzt. Das sind die Erledigten. Ich, Tagebuch, Tagebuch. Ich hatte doch da noch irgendwo eine Kombination, die ich jetzt schon wieder vergessen habe. Sehr gut. Von wem hatte ich denn die? Boah. Will ich da hinten überhaupt rein? Lohnt sich denn das? Ist da hinten überhaupt was? Wahrscheinlich nicht, aber. Natürlich. Moment, warte mal, ich habe doch dieses Kochrezept gefunden. Ach, ich Vollpfosten. Das hat mal wieder lang gedauert. Ich wollte gerade schon sagen, es dauert nicht so lange. Also Kochrezept. 4. 3. Okay, fangen wir mit 4 an. Den drücke ich heute mal ein bisschen anders. Vielleicht bringt es ja Glück. So, ich sollte vielleicht merken, es steht 1, 3, 2. Ich hoffe, das ist so richtig. 1, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Geh mal auf hier. Sprungartig heute. Oh, ich kann hier schlafen, ich kann hier Knochen, ja, sind schon abgenagt, aber
Das sieht doch gut, die kann man noch voll essen. Altes Fresko aufheben. Was auch immer ich damit soll. Was ist das? Was soll ich damit? Altes Fresko, kann verkauft werden. Ich dachte, die wären was wert. Das ist voll alt, ey, voll antik, wo ist du voll wertvoll, kriegst 10 Gold dafür. Oder Dukaten, nee, Dukaten. Ist hier Dukaten? Ich weiß gar nicht mehr. Das ist. So lange ist er noch gar nicht her, dass ich das jetzt gespielt habe. Kurzschwert. Soll ich dir mal mein Langschwert zeigen? So. Ich glaube, das war hier wahrscheinlich schon alles, oder? 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 Das ist nicht die Oder, das ist die Donau. Das ist ein Kutschschwert. Krieger und Schurken im Schaden 30. Dafür hatte ich ja auch Dings, ne? Ja, yeah, ich bin schon so clever und hab das so gemacht, ne? So, jetzt legen wir uns erstmal mitten im feindlichen Lager ins Bett. Was soll schon schief gehen? Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie lange ich schlafen muss. Ach, was soll's. Verschwenden wir halt einen Tag, wir haben's ja nicht eilig. Wenn du es in unter 10 Tagen durchspielst, ist sie am Schluss nackt. Was? Moment, ich muss nochmal neu anfangen. Jetzt habe ich ein neues Schwert. Auch nicht beeindruckend. Wo kriege ich denn die beeindruckenden Schwerter, die bloß nicht leuchten und blinken her? Wo sie immer so schreien und den Gegnern irgendwie blutig die Lebensenergie aussaugen und... keine Ahnung. Hey, ich kann auch dieses Schwert teleportieren. Mit meiner mentalen Kraft. So, hier bin ich richtig. Wollen wir doch mal an diesem Rad drehen. Über ein Schwert richten. So, jetzt kommt das Ding gleich wieder runter und tötet mich. Ach, wie langweilig. Oh, Vasen. Noch mehr Vasen. Ganz schön schwierig, die weichen so dauernd aus. Ganz schön flink, diese Vasen. So, hab ich noch eine Vase besehen? Nein. Los, beweg dich! Die Fürstin wartet! Dann wollen wir mal sehen, was die Fürstin zu diesem Spion sagt. Leon! Was zum Teufel? Wer bist du? Ich bin das Letzte, was du in dieser Welt sehen wirst. Wohl kaum! So, hau mal den zwei Streifen in die Fresse. Ich hau die Leute in die Fresse, ja? Nicht ihr. Ja, möchte gern zu dir. Ich hab immer noch jetzt Turmfrisur. Du hast eine Frisur, du Hippie, du. 50er sind vorbei. Ja, so vorbei, wie du schlägst, du, ne? Ziemlich vorbei. Kinder. Wir müssen hier raus. Hier ist es nicht sicher. Das ist toll. Oh nein. Leon, alles in Ordnung? Ich glaube schon. Los, verschwinde von hier, schnell! Warte, Schwester. Ich habe noch was für dich. Ich habe schon eure Türme gesehen. Du bist also die, nach der wir im Dorf gesucht haben. Du bist weit gekommen. Für jemand, der nie die Kunst des Tötens gelernt hat. Ich lerne schnell. Aber vielleicht nicht schnell genug. Das sind starke Worte. Also, wer bist du? Oh, wo sind meine Manieren? Ich bin die Meisterin der Derwisch-Assassinen. Und du bist das Ziel meines Auftrages. Also bist du der untote Fürst, den ich besiegen muss, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Ja, ich mag untot sein, aber ich bin erst der Anfang. Ich bin höchstens der Torwächter. Mein Meister ist dein wahrer Feind. Es ist wirklich schade, dass du ihn nie kennenlernen wirst. Zumindest nicht mehr in dieser Welt. Denn jetzt werde ich meine Mission abschließen. Mein Meister wird sehr zufrieden sein.
Denn nun, da die einzige verbleibende Bedrohung beseitigt ist, wird uns niemand mehr aufhalten können. Das ist jetzt schwierig, ne? Das schon mal nicht. Du wirst nun sehen, wie viel ich schon gelernt habe. Wie wird das? Ich lehre meine Assassinen schnell zu töten. Aber für dich werde ich mir ein wenig Zeit lassen. Ich muss noch was nachgucken. Habe ich mein Mikrofonaufnahme mit angestellt? Das ist eine sehr gute Frage. Oh, sie kann springen, wie beeindruckend. Ich kann jetzt nicht speichern, oder? Doch, kann ich. Einen Moment mal kurz. So, wieso bin ich da jetzt wieder draußen? Ich nehme übrigens auf. Was? Hat er mein Quicksave nicht gespeichert oder was? Soll